Eins hat Greta bestimmt erreicht. Sie produziert Gesprächsstoff, womit man sich mit dem Thema einmal mehr befasst als üblich und vielleicht tut man auch mehr als üblich in Sache Klimawandel. Also somit hätte dann dieser theatralisch und maßlos übertriebene Auftritt dann doch noch ein konstruktives Ergebnis erzielt. Hallo zusammen, willkommen bei meinem dritten Livestream. Wir warten noch ein bisschen, bis andere Leute reintrödeln. Diesmal habt ihr euch das Thema Greta Thunberg gewünscht. Ja, würde ich mal denken, sind die meisten schon eingetrudelt. Dann können wir langsam anfangen. Also hallo alle zusammen, willkommen bei meinem dritten Livestream. Diesmal habt ihr euch das Thema Greta Thunberg gewünscht. Also eine Live-Reaction auf Greta Thunbergs Rede. Ich selber kenne das Thema nur aus den Medien, also was man so in den offiziellen Medien gelesen hat. Und ich kenne die verschiedenen Memes und Witze und so weiter. Es ist der Internet-Hype schlechthin und Shitstorm und Witzequelle zugleich. Also da habt ihr euch wirklich ein starkes Thema ausgewählt. Ich glaube, das wird ein langer Stream heute. Aber mal gucken. Da ich ja die Rede an sich noch nicht gesehen habe, fangen wir mal damit an, dass wir uns zusammen das Video anschauen, wo Greta vor der ganzen UN Climate Action Summit sitzt und ihre Rede hält. Ihr habt ihr auch schon mal hier in dem Chat geschrieben, dass das Video in sich hat. Also ich bin mal gespannt, was da so auf mich kommt. Oder auf uns, weil wir gucken uns das ja gemeinsam an. Ich muss hier erstmal die Bildschirme irgendwie synchronisieren. Seht ihr das Video? Wir sehen YouTube. Ja, dann seht ihr, guckt ihr richtig. Gut. Dann ziehen wir uns das Video mal rein. Climate strike was a lonely event a little over a year ago, and in the intervening time, you have sparked the interest of millions, literally, of children around the globe, demanding action for climate change. What's your message to world leaders today? My message is that we'll be watching you. So wie Big Brother oder was? Oh, das gefällt ja nicht, die Reaktion, ne? Hat man gesehen, dass sie ein bisschen sauer ist, dass die Leute lachen. Aber eigentlich sollte das klar sein. Ne, ist egal. Aber die dramatische Pause dazwischen, ne? Hallo? I should be back in school on the other side of the ocean. Yet you all come to us young people for hope. How dare you? You have stolen Was everything war that das, I have. ey? Nochmal, was? Zwingt dich On the jemand? other side of the ocean. Yet you all come to us young people for hope. How dare you? You have stolen my dreams and my childhood with your empty words. And yet I'm one of the lucky ones. People are suffering. People are dying. Die ist kurz vorm Heulen, oder? Klappt die zusammen oder nicht? Alter, was die durchmachen. Nee, was die durchmachen muss, ey. Ecosystems are collapsing. We are in the beginning of a mass extinction, and all you can talk about is money and fairy tales of eternal economic growth. How dare you?
Halt die? Ja, ja, am Kinn, am Kinn sieht man das. Die ist kurz vorm Tränenausbruch. Alter. Das geht bei der ab. Nee, aber vor allem der Druck, der auf ihr lasten muss, ne? Aber schon ein Drama Queen, also muss man sagen. For more than 30 years, the science has been crystal clear. How dare you continue to look away? Was hat die immer mit dem How dare you? Wie in der Geschichte. Come here saying that you're doing enough when the politics and solutions needed are still nowhere in sight. Das stimmt aber nicht. Na, ist You egal. say you hear us and that you understand the urgency. But no matter how sad and angry I am, I do not want to believe that. Du bist sehr angry, Because ja. if you really understood the situation and still kept on failing to act, then you would be evil and that I refuse to believe. Okay. Ho, The popular idea of cutting our emissions in half in 10 years only gives us a ho, ho. Ah, 50 jetzt fangen die Fakten an. Vorsicht. Jetzt ist es. Das war jetzt der Teil, wo man schauspielert. Ne? Der Akt 1, Drama Queen. Und jetzt kommen die Fakten. chance of staying below 1.5 degrees and the risk of setting up irreversible chain reactions beyond human control. 50% may be acceptable to you. Sagt wer? But those numbers do not include tipping points, most feedback loops, additional warming hidden by toxic air pollution Das or the stimmt. aspects of equity and climate justice. They also rely on my generation sucking hundreds of billions of tons of your CO2 out of the Ach air so. with technologies that barely exist. So Na, die Technologien existieren in Genüge. Dass sie nicht flächendeckend eingesetzt werden, hat seinen Grund. Das kann nicht von heute auf morgen passieren. Ich kann sie irgendwo verstehen, aber andererseits muss auch sie verstehen, dass man so einen großen Einfluss auf globaler Ebene nicht innerhalb einer Generation schaffen kann. Vor allem der Klimawandel ist ja nichts, was meine Generation oder meine Vorgeneration verursacht hätte. Das passiert seit mehreren Generationen zurück. Also kann man das nicht einfach so aufschließen. Stellt sie sich ein bisschen zu einfach vor, denke ich mir mal, aber dazu kommt sie wohl noch, oder? 50% risk is simply not acceptable to us, we who have to live with the consequences. Schon wir leben mit den To Konsequenzen. have a 67% chance of staying below a 1.5 degrees of global temperature rise, the best odds given by the IPCC, the world had 420 gigatons of CO2 left to emit back on January 1st, 2018. Today that figure is already down Ja, to das less than hab ich gelesen, ja. 350 gigatons. How dare you pretend that this can be solved with just Hey, so ein tinkering Drama and Queen. some technical solutions? With today's emissions levels, that remaining CO2 budget will be entirely gone within less than 8.5 years. There will not be any solutions or plans presented in line with these figures here today, because these numbers are too uncomfortable, and you are still not mature enough to tell it like it is. You are failing us, but the young people are starting to understand your betrayal. Das ist aber gut The so. eyes of all future generations are upon you. And if you choose to fail us, I say we will never forgive you. Aber es ist ein toughes Mädchen. We will not let you get away with this. Right here, right now, is where we draw the line. The world
is waking up. And change is coming, whether you like it or not. Thank you. Boah, er hat die Feuer unterm Hintern. Alter Schwede. Richtig, richtig krass. Geil. Ja, ja, ne, ist eine Drama Queen. Ja, aber. Geschauspielert? Nee, ich denke nicht, dass es geschauspielert war. Also, wenn das gespielt war, dann war das wirklich eine 1A-Top-Leistung. Ja. Aber. In einem Moment hat man an einem Kind gesehen, an den Zucken, dass sie kurz vorm Tränenausbruch war. Also das geht ihr schon tatsächlich sehr nah. Ist auch, verstehe ich auch, ist auch nachvollziehbar, weil wir müssen, meine Generation, also Generation X, muss mit den Konsequenzen leben. Das stimmt. Aber ihre Generation muss mit den Konsequenzen viel mehr leben als wir. Wobei man aber sagen muss, dass da wir jetzt schon uns bewusst werden, was da passiert, können wir schon jetzt anfangen, damit was zu tun. Und die Konsequenzen werden nicht so stark sein, wie sie hätten sein können, wenn wir einfach sagen würden, ja, scheiß drauf, das passiert erst, wenn wir tot sind. Das machen wir aber nicht. Wir kämpfen ja jetzt schon damit. Ob es genug ist oder nicht, ist stark diskutabel. Wenn sie sagt, es ist nicht genug, ist es ihre Meinung. Eins hat Greta bestimmt erreicht. Sie produziert Gesprächsstoff, womit man sich mit dem Thema einmal mehr befasst als üblich. Und vielleicht tut man auch mehr als üblich. In Sache Klimawandel. Also somit hätte dann dieser theatralisch und maßlos übertriebene Auftritt dann doch noch ein konstruktives Ergebnis erzielt. Übertriebener ging es wohl nicht, ne? Weil mit so einem emotiven Auftritt diskreditiert man sich ja eigentlich, ne? Weil wenn man angehört werden möchte, dann muss man ja irgendwie seriös rüberkommen und okay, Fakten hat sie gezeigt, aber eher Fakten und Taten sprechen lassen und die Emotionen etwas zu zügeln. Ja, weil, sorry, weil so klang das bisschen wie ein rumwütendes kleines Kind, dem keiner zuhören wird. Und es ist ja auch folglich passiert, weil nach diesem Auftritt kamen ja die vielen Witze und Shitstorm und so weiter. Viele haben sich dazu geäußert. Es kamen dann so verschiedene Sachen wie von wegen, das ist alles Marketing, die ist manipuliert, die ist psychisch krank. Was daran wahr ist, kann man nicht rausfinden, wenn man sie nicht direkt kennt. Ich habe nur gelesen, dass sie Asperger hat, also eine Art Autismus. Damit wäre sie unter Umständen leicht manipulierbar, aber... Sie machte auf mich nicht den Eindruck, dass sie irgendwie stark manipuliert war. Und auch aus dramaturgischer Hinsicht würde ich sagen, so agiert ein 16-jähriges Kind, das unreif ist. Also sprich, seine Emotionen noch nicht zügeln kann, weil mit 16 Jahren ist man noch nicht ausgereift, also nicht nur physisch, sondern auch mental, also psychisch. Und man kann seine Emotionen noch nicht so gut kontrollieren wie ein Erwachsener. Hat man ja auch schön gesehen. Und die ist ja noch in Pubertät. Also in der Pubertät kann man seine Emotionen noch weniger kontrollieren als normal in der Kindheit. Und da stempelt man sie ja schon als ein unreifes Kind ab. So macht man kein seriöses Statement. Meine Meinung, denke ich mal. Ne? Ist kein Fake, hat sie wirklich alles gesagt. Ja, das glaube ich, ja. Aber, naja, nee, ich meine, dass sie ist ein kleines, verzogenes Girl. Ja, jei, vielleicht, ja. Ja, ist sie. Ja, sie ist ein verzogenes Girl, weil... Was ist eigentlich passiert? Sie hat,
unsere Generation oder die Vorgenerationen angepisst, dass ihre Zukunft nicht gepflastert ist. Das ist eigentlich das Einzelkind-Syndrom, obwohl sie kein Einzelkind ist, weil ihre Mutter hat ja ein Buch rausgebracht über die Krankheit ihrer Töchter. Also würde ich mal davon ausgehen, dass sie mehrere Geschwister hat. Und da denke ich mal, ist sie wirklich ein verzogenes Kind, wo die Eltern alles machen, was sie sagt. Habe ich auch irgendwo gelesen, dass sie ihrer Mutter gesagt hat, sie soll bitte nicht mit dem Flugzeug fliegen, sondern den Zug nehmen, weil das ökologischer ist. Und ihre Mutter, Opernsängerin, glaube ich, sofort, ja, mache ich Kleines. Aber der Druck, dem sie standhalten muss, ey, alter Schwede. Noch dazu, wenn sie Asperger hat, dann muss sie ja doppelt mit dem Druck kämpfen. Ne? Also ist nicht... Hat auch Simon Cowell über sie gesagt. Lies mal das vor, Link. Ach so, Link anklicken, nicht lesen. Bin gleich zurück. Yep, knall runter. Also ich würde es ihr wünschen. Oder was heißt ihr? Ich würde es uns wünschen, uns allen. Und den zukünftigen Generationen. Mal gucken, was dabei dann letztendlich rauskommt. Interessiert mich jetzt nicht. Verzogene Göre, Ex-Top-Gear-Moderator attackiert Greta Thunberg. Oh, wieder dieser Übertitel. Moderator attackiert Greta Thunberg. Ey. Der frühere Top-Gear-Moderator Jeremy Clarkson hat in einer Kolumne die Klimaaktivistin Greta Thunberg verbal attackiert und damit auf ihre Rede beim UN-Klimagipfel reagiert. Dann zeig mal. Wie kannst du es wagen? Offenbar zu viel für Clarkson. Ja? Ich kann's nachvollziehen. Wie kannst du es wagen, mit einer Kohlefaserjacht, die du nicht gebaut hast, die 15 Millionen Pfund gekostet hat, welche du nicht verdient hast und welche einen Dieselmotor besitzt, die du nicht erwähnt hast. Ey, krass geil. Oh, das ist geil, ey. Ja. Mit einer Kohlefaser-Nussschale über den halben Ozean zu tuckern und vergessen zu erwähnen, dass es einen Dieselmotor hat. Ja. Das finde ich geil, ja. Da sie einer Generation Vorwürfe mache, so Clarkson, könne er das andersrum genauso tun und führt ausgiebig vor, was eben seine Generation schon alles erreicht habe. Medikamente gegen Kopfschmerzen, sauberes Wasser aus dem Wasserhahn, Filme im Kino oder auch Handys, Laptops und das Internet. Kein 16-Jähriger war dafür verantwortlich. Ja, das stimmt, wettet Clarkson weiter. All das sei von Erwachsenen gekommen. Wir erschufen die sozialen Medien, die du jeden Tag nutzt, und führen die Banken, die für alles das bezahlen. Also wie kannst du es wagen, dort zu stehen und uns Vorhaltungen machen, du verzogene Göre? Und dazu aber, hier, der läuft das Gesicht dazu, ey, das ist geil. Ja, nee, es stimmt, es ist in gewisser Weise das, was ich eigentlich schon gesagt habe darüber, ne? Dass sie ein verzogenes Gör ist und denkt, dass ihre Zukunft schön gepflastert ist. Es gab noch nie eine Generation, deren Zukunft klar und sicher war. Jede Generation muss sich irgendwie beweisen. Jede Generation brachte Fortschritt und Innovation mit sich, aber da wir Menschen sind, dann machen wir auch Fehler und jede Generation bringt irgendwelche Fehler mit sich. Aber tun wir zukünftigen Generationen sie deswegen anpissen? Nein, tun wir nicht. Zum Beispiel meine Vorgeneration hatte mit den Folgen des Zweiten Weltkrieges zu leben. War da eine Greta Thunberg, die sie maßlos angepisst hat? Nee. Die haben sich die Ärmel hochgekrempelt und haben die Welt wieder aufgebaut. Haben aber Kunststoff erfunden. Also hat meine Generation mit Plastikmüll zu kämpfen. Pissen wir die deswegen an? Nein, wir nutzen ja den Plastik, oder das Kunststoff auch. Wir sind ja Mitproduzenten von Plastikmüll.
Aber pissen wir deswegen unsere Vorgeneration an, dass sie Kunststoff erfunden hat? Nein. Wir krempeln uns die Ärmel hoch und gehen zum Beispiel an den Strand und sammeln Plastikmüll ein. Im Allgemeinen, wir tun was dagegen. Also wir lassen unsere Taten für uns sprechen. Was hat sie erreicht mit 16 Jahren? Okay, mit 16 Jahren kann man noch nicht viel erreichen. Obwohl. Aber was ich damit sagen möchte, rumjammern und rummaulen und fast in Tränen auszubrechen, das kann jede arme Sau. Aber was dagegen zu machen, Taten für sich zu sprechen. Und ich denke, dieses junge Mädchen hat das Zeug dafür. Also ich würde sagen, Mädel, stell dich hin, hör auf rumzujammern, weil du hast das Zeug dazu, Taten in die Welt zu setzen, die für dich sprechen. Also lass lieber deine Taten für dich sprechen, als diese theatralischen Auftritte. Damit erreichst du eigentlich nicht viel, denke ich mal. Zieh dir das rein, Greta singt Death Metal. Meine Fresse, was wird das wieder sein? What's your message to world leaders today? My message is that you will be watching you. Ey, aber die Gesichtszüge, die treffen das genial, ey. Ey, die könnte auch vom Fleck aus in der Death Metal Gang rein. Ja, wenn es mit der Politik nichts wird, dann kann sie noch noch Death Metal machen, ey, Alter. Ja, ihre Mutter hat, ja stimmt, ihre Mutter hat kurz vor dem UN-Climate-Gipfel hat ihre Mutter ein Buch rausgebracht. Was für ein Zufall. Ja. Das verlinke ich euch unter dem Video. Szenen aus dem Herzen. Unser Leben für das Klima. Ja? Also der Zufall ist sehr, sehr groß. Ja. Diesbezüglich könnte man auch spekulieren, dass der ganze Auftritt, die ganze Rede in gewisser Weise ein Marketing-Gag sein könnte. Wenn ja, dann ist es wirklich genial durchdacht. Aber wie ich schon vorhin gesagt habe, ich denke nicht, dass es gespielt war. Eine große Fresse zu haben in ihrem Alter und dann noch eine Generation anzupissen, dass wir das Klima vernichten. Und was tut sie? Will sie mir etwa sagen, dass sie nichts konsumiert, was CO2-Ausstoß produziert? Ja? Gucken wir uns mal das Bild hier an, wo sie schön brav frühstückt. Plastik, Papierbecher, also Einwegbecher. Das einzig ökologische auf dem Tisch sind vielleicht die Metallflaschen. Ja? Will sie mir sagen, dass sie kein Internet nutzt? Dass sie kein Smart-Handy hat? Die Klamotten, die sie anhat, hat sie eine Ahnung, wie viel Wasser dafür verbraucht wurde? Und wie viel Chemikalien und CO2-Ausstoß produziert wurde? Sie ist ja mitschuldig an den ganzen Klimawandel, weil sie ja auch konsumiert. Ja, also genau. Wie wagt sie es, jemanden anzupissen, wenn sie selber mit ihrem Konsumverhalten dem Klimawandel mit beiträgt? Ich würde es mir nie, also ich versuche ja auch Zero Waste und möglichst ökologisch zu leben und so wenig Material wie möglich zu produzieren. Aber ich würde es mir nie erlauben, ins Maul zu nehmen, ihr seid schuld. Ja? In der Tschechei gibt es so eine schöne Redewendung. Fege erstmal vor deiner eigenen Haustür. Ja? Liebe Greta. Andere anzupissen, aber selber
Konsumverhalten haben, was pro Klimawandel ist. Ne? Das ist so eine Heuchlerei und ja, nee, ist so. Und was ihre Kindheit angeht, wer hat in ihrer Kindheit gestohlen? Wir bestimmt nicht. Es zwingt sie ja keiner. Ne? Und dann sagt sie da noch, I have to be at school now. Ja, aber erstmal schön 2 Wochen lang mit dem Schiff über den Ozean zu tuckern, anstatt zu fliegen. Ne? Schön Schule schwänzen. Ey, wem macht sie was vor? Ne? Und von wegen gestohlener Kindheit. Wenn wir uns das Bild angucken, dann sieht man da ein zufriedenes Mädchen, was schön brav frühstückt. Sie ist wohlgenährt, angezogen, sie sieht gesund aus. Ja, sie hat eine Bildungsmöglichkeit, sie fährt in einem modernen Zug, sie hat ein Dach über dem Kopf, ja. Es gibt Millionen von Menschen und Kindern auf dieser Welt, die nichts davon haben. Kein Dach über dem Kopf, keine saubere Kleidung und nichts Warmes zu essen. Auch keine Familie und auch keine Bildungsmöglichkeit. Also worüber beschwert sie sich? Klimawandel ist zwar ein tragisches Thema, stimmt. Das Leben ist so. Das Leben ist einfach tragisch, Punkt. Und wie ich bereits gesagt habe, jede Generation muss sich irgendwie beweisen. Meine Vorgeneration musste die Welt nach dem Zweiten Weltkrieg wieder aufbauen oder mit aufbauen. Meine Generation kämpft mit dem Plastikmüll und ihre Generation kann sich zum Beispiel in dem beweisen, indem sie den Klimawandel zurückspult, wenn ich das mal so ganz blöd sage. Ne? Also, wenn sie davon ausgegangen ist, dass ihre Zukunft schön, zufrieden und komfortabel und sicher ist, dann hat sie sich geschnitten. Aber so richtig. Das ist wirklich eine Message von einem verzogenen kleinen Kind, wo die Eltern alles machen, was sie sagt. Ja? Eine Generation anzupissen, finde ich nicht den richtigen Weg. Ja? Und wenn da jetzt, weil viel schlimmer, denke ich mal, ist, dass ganz Europa kauft Produkte, die in China produziert werden und dann irgendwann geht in China so ein AliExpress-Schiff los, so ein großer Tanker, ne, sowas hier. Und ich glaube, dass der dann schön eine schöne Ölspur hinter sich lässt und tonnenweise CO2 ausstößt. Aber uns anpissen, ne? Möge derjenige die Hand heben, der noch nie ein Produkt konsumiert hat, was in China produziert wurde und nach Europa verfrachtet wurde. Ich glaube, keiner hebt die Hand. Nicht mal Greta. Also so eine Heuchlerei muss man uns tatsächlich nicht antun. Ne? Regt mich ein bisschen auf. Ja, stimmt. Es ist so. Aber ne, scheinheilig zu tun, aber dann schön mit einem Dieselmotor schön über den Ozean zu tuckern, der mehr CO2 ausstößt, als es der eine Flug getan hätte. Macht mir keiner was vor, dass sie die ganze Zeit gesegelt ist. Das glaube ich erst, wenn ich sehe. Ja. Und ich würde nie im Leben, meine 16-jährige Tochter, wenn ich sie hätte, würde ich nie im Leben über den Ozean tuckern lassen. Ich bin doch nicht bescheuert. Mit 16 Jahren lasse ich, nee, nichts da. Also ich denke nicht, dass sie alleine gefahren ist, wie Herr Michi geschrieben hat. Und ich glaube nicht, dass der Dieselmotor nicht anging die ganze Zeit. Ich glaube, mindestens die Hälfte der Fahrt war der an. Und trotzdem, ein Flug wäre viel schneller als so eine Schiffsfahrt. Das heißt, die Schiffsfahrt hat eine längere CO2-Ausstoßzeit als so ein Flugzeug. Ja, das ist ein geiles Bild, ja, wo sie das schön frühstückt. Und andere Kinder müssen Müll fressen. Hm. Ja, aber Hauptsache andere anpissen, ne? Aber selber ein gemütliches Leben zu haben.
Zeig mal, they have stolen my childhood. Cool story, bro. Ja, ja, es ist genau das, was ich, über was ich geredet habe. Ne? Sie führten glückliches und erfülltes Leben, voller Komfort, Sicherheit, wohlgenährt, alles drum und dran, wobei es Millionen von Kindern gibt, genau wie hier auf dem Bild. Die haben keine Kindheit. Dieses Kind hat keine Kindheit, im Gegensatz zu Greta. Die hat eine tolle Kindheit, ey, Alter. Die hat eine viel bessere Kindheit als... Nee, hat sie nicht. Sorry, Mama. War nicht so gemeint. Ja? Also was die Sache Ökobilanz angeht, da ist Greta eine Heuchlerin. Aber so richtig. Ja? Ich glaube, da wäre das Rezo-Video viel besser. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt ihr bestimmt alle. Das Rezo-Video, das ging ja auch durch die Decke bis in den Himmel rein. Also das ging richtig durch. Verlinke ich euch dann unter, weil das Video hat über eine Stunde. Das schauen wir uns jetzt nicht an. Na? Aber ich kann euch in Sachen Ökobilanz was anderes zeigen. Und zwar ein Metzger. Der hat sich bei Facebook geärgert, dass in dem Bundestag auf der Speisekarte lauter importiertes Essen angeboten wird. Wobei die deutsche Landwirtschaft hochwertiges Essen produzieren könnte. Schauen wir uns mal an. Moin ihr Lieben, ich bin's mal wieder. Hallo? Moin ihr Lieben, ich bin's mal wieder. Diese Woche habe ich mich tierisch geärgert über ein Bild, das eine junge Bundestagsabgeordnete reingestellt hat. Und zwar war das die Speisekarte der Kantine im Bundestag. Es geht um dieses Bild. Dann angeboten Rindfleisch. So, gucken wir uns das mal an, ja? So, ja, also. Aus Argentinien und Lamm aus Irland und Ente aus Frankreich und so weiter und so weiter. Aber ja, geil, ein ne? Einziges Stück Fleisch aus Deutschland. Nicht eins. Ne? Und ich frage mich, warum nicht? Ist den Herren und Damen Bundestagsabgeordneten unser Fleisch nicht gut genug? Trauen sie vielleicht ihren eigenen Gesetzen und deren Umsetzung nicht? Ja. Uns jedes Mal um die Ohren hauen und mit denen sie uns. Das trifft den Nagel auf den Kopf. Damit wir nachhaltiger wirtschaften, dass dann Fleisch aus Argentinien angeboten wird? Ich kann es nicht nachvollziehen. Warum nehmt ihr denn nicht mal Fleisch zum Beispiel von der Schleswig-Holstein, ja, Weidefersen oder vom. Warum ist sie denn? Ja, jetzt kracht's, ne? Oder nordfriesisches Salzwiesenlamm oder Entenfleisch aus heimischen Jagden uns unterstützen sollen, dass die heimische Produkte kaufen sollen. Wenn selbst die Politiker es nicht machen, sondern lieber das hormonvollgepumpte Rindfleisch. Genau, das ist es. Das trifft's genau. Es geht ja auch irgendwo um Steuergelder in diesem Fall jetzt. Ja, genau so sieht's aus, ne? Unsere Steuergelder, wir zahlen Steuern, auch wir Bauern zahlen Steuern und die Politiker geben es dann wieder aus für Lebensmittel aus Argentinien, Frankreich. Das ist so eine Frechheit. Irland, Norwegen, Polen. Und was mit uns? Also das tut mir leid, dafür fehlt mir jedes Verständnis für. Vielleicht gibt's ja irgendwo da draußen, irgendwo bei euch da ein Politiker, der nicht erhält. Nee, der ist wirklich tatsächlich. Warum außer der Kartoffel? Zu Recht angepisst. Und der hat auch das Recht, die anzupissen. Ne? Ja, im Gegensatz zu Greta. Ich möchte es ja gerne verstehen, wenn es denn einen Grund dafür gibt. Ansonsten würde es gibt keinen Grund dafür. Deutschen Bauern aufzunehmen. Obwohl, ja, einen. Die sind zu fein, die Herrschaften dafür. Bundestagsabgeordnetenkantine, in der Bundestagskantine. Bundestagskantine, ja. Landwirtschaft zu unterstützen und Produkte hier aus dem Land zu verwenden. Alles andere ist scheinheilig und heuchlerisch und kann so in meinen Meine Worte. Überhaupt nicht angehen. Also, jetzt habe ich mich wieder genug geärgert. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Nee, kann man sich auch nur darüber ärgern und der hat auch das Recht dazu, sich zu ärgern. Und der pisst auch die Richtigen an. Und zu Recht. Ja? Also, das nenne ich mal ein Thema Ökobilanz. Ja? Liebe Greta, schneid dir mal eine Scheibe von ihm ab. Sofern du nicht vegan bist. Ist sie vegan? Bestimmt ja. Wenn wir noch bei dem Thema Ökobilanz sind. Bei ZDF Besseresser gibt es so eine Serie. Da gab es jetzt das Thema Penny versus Netto. Wer ist besser? Das Thema an sich ist jetzt nicht das, worum es da geht, sondern in dem Inhalt.
ging es über regionale Produkte. Wie man herausfinden kann, was regional ist, was nicht, wie das funktioniert, das ganze System. Wieder der Link in der Beschreibung. Diese Folge von ZDF Besseresser müsstet ihr euch eigentlich jeder anschauen, wenn euch der Klimawandel interessiert, wenn euch die Zukunft diesen Planeten interessiert und wenn euch Nachhaltigkeit interessiert. Also für jeden, dieses Video ist wirklich ein Must-Have, Must-See. Ja. Wollt ihr jetzt wirklich das Riso-Video sehen? Das dauert über eine Stunde. Okay. Also nur den Anfang, ja? Die Zerstörung der CDU, das ist es. Achso, umschalten. Zeit für so ein Video. Heute sehen wir uns die CDU an, auch ein bisschen SPD und ein bisschen AfD, aber primär sehen wir uns die CDU an. Ich und TJ, wir haben uns einfach in den letzten Wochen mal so ein paar spannende Themen rausgepickt und einfach mal geguckt, was macht die CDU da, was ist ihre Stellung da, wie sind die da so drauf? Und ich muss ehrlich sagen, fuck, ist das heftig. Ich habe nicht gewusst, wie heftig das ist. Ich werde in diesem Video zeigen, wie CDU-Leute lügen, wie ihnen grundsätzliche Kompetenzen für ihren Job fehlen, wie sie gegen deutliche Expertenmeinungen Politik machen, wie sie sich augenscheinlich an verschiedenen Kriegsverbrechen beteiligen, wie sie Propaganda und Unwahrheiten gegen die junge Generation einsetzen, wie bei ihrer Politik die letzten Jahrzehnte Deswegen ist sie immer mehr angepisst. gewinnen und alle anderen immer mehr ablosen. Und ich zeige, dass nach der Expertenmeinung von zigtausenden deutschen Wissenschaftlern die CDU aktuell unser Leben und unsere Zukunft zerstört. All das werde ich natürlich wie immer ausführlich mit Quellen belegen und beweisen. Ihr wisst, wenn ich so ein Video mache, mache ich es ordentlich. Nächstes Wochenende sind ja die EU-Wahlen. Ich hoffe, ihr geht da alle hin. Ich beziehe mich aber in diesem Video nicht nur auf EU-Politik, weil EU-Politik fucking langweilig ist und vor allen Dingen auch, weil man das gar nicht so trennen kann. Wenn du eine Partei auf EU-Ebene wählst, dann stärkst du die auch auf Bundesebene und auf Landesebene. Insofern ist das nicht zu trennen. Okay, also dieses Video wird kein langweiliges Politikvideo. Das wird diesmal wirklich ein Zerstörungsvideo. Nicht, weil ich aktiv versuche, jemanden zu zerstören, sondern weil die Fakten und Tatsachen einfach dafür sprechen, dass die CDU sich selbst, ihren Ruf und aus, als ob sich das in naher Zukunft ändern wird. Dazu werden auch die Ich meisten switch Reichen mal nicht deswegen ein reich, weil bisschen sie rüber, hart damit wir arbeiten das. oder fleißig sind, sondern durch Erben und Schenkungen. Also die Kinder von reichen Eltern erben einfach gut und fertig. Vor ein paar Jahrzehnten war das noch anders. Da hat man sich sein Vermögen noch zum größten Teil selbst erarbeitet. Das ist jetzt nicht mehr so. Heutzutage wird das meiste nicht selbst erarbeitet, sondern kommt halt durch ein glückliches Erbe. Und noch ein kleiner Funfact am Rande: Die reichsten 45 Haushalte in Deutschland haben so viel Vermögen wie die ärmsten 50%. Also über 40 Millionen Menschen. Und solche Sachen passieren ja nicht zufällig. Die Regierung, also in dem Zeitraum halt vor allen Dingen die CDU, hat ganz viele Möglichkeiten und Stellschrauben, wie die solche Sachen beeinflussen kann. Zum Beispiel einen Lehrermangel haben und unsere Schulen teilweise ziemlich auseinanderfallen. Aber okay, merken Nee, er hatte wir jetzt irgendwo über den Klimawandel. Hier, die Klimakrise. Das wird es sein. Erderwärmung ist vielleicht nicht optimal, wie es läuft, aber so ganz kacke wird es ja nicht laufen. Dann habe ich recherchiert. Und was ich dabei rausgefunden habe, war fucking heftig. Zieht euch das mal rein, Leute. Das ist echt krass. Manche sagen jetzt vielleicht, ey, dieser Titel CDU zerstört unser Leben, das ist aber ein bisschen übertrieben ausgedrückt. Ja, hätte ich vor ein paar Wochen auch gedacht. Aber der größte Teil der Experten und Wissenschaftler sind genau dieser Meinung und können das auch ziemlich gut belegen. Aber bevor wir uns deren Belege für das Versagen von CDU und SPD angucken, Nee, müssen wir Trump erst mal zeige ich klären, nicht. was überhaupt der Sorry. aktuelle Sorry, Stand ist. Bro. Es wird warm. 2018 war das viertwärmste Jahr seit Beginn der Wetteraufzeichnung. Also jetzt sagt ihr vielleicht, ja Mensch, das viertwärmste Jahr, das sind ja noch 3 Jahre wärmer. Ja, wisst ihr welche? 2015, 16 und 17. Das bedeutet, die letzten 4 Jahre waren die viertwärmsten ever. Lol. Und die Folgen davon das sind ist auch nicht ziemlich lol. deutlich. Das ist Naturkatastrophen nehmen fuck. durch die Erderwärmung zu, deren Folgen und das Ausmaß nimmt zu und die unmittelbaren Kosten sind jetzt schon jährlich hunderte Milliarden. Es sind bereits ganze Landstriche untergegangen und deswegen gibt es viele, viele Millionen Flüchtlinge, die ihr Zuhause verloren haben und irgendwo anders untergebracht werden müssen. Ju war vor ein paar Wochen in Das wird Bangladesch noch ein und hat mit richtig solchen großes Leuten Problem gesprochen. Das kam mit auch in dem seinem Video dazu vor. Außerdem sterben 100-mal schneller Tierarten aus als vorher. Wir verlieren komplette Lebensräume wie Korallenriffe. Ja. Und Biologen sagen sogar, dass ein neues Massenaussterben wahrscheinlich passieren wird. Wie ist das das letzte Mal Passiert vor schon.
schon. 65 leider. Millionen Jahren gab. Damals ist das übrigens passiert, weil ein Asteroid so groß wie eine Großstadt auf die Erde geballert ist. Und dann kam der Mensch. Schaffen wir das ganz allein. Und das alles ist bereits passiert, weil es ein Grad durchschnittlich wärmer geworden ist. Und selbst das würde jetzt für hunderte oder tausende Jahre so bleiben, selbst wenn die Menschheit morgen aufhören würde, Benzin und Kohle zu verbrennen. Und wer sich jetzt denkt, was nicht möglich ist, ein, zwei Grad, machen die denn so einen großen Unterschied? Dem kann ich sagen, ja, machen sie. Oder auch in anderen Worten, viele denken, ein Grad, zwei Grad, drei Grad, was macht denn den Unterschied? Als Arzt kann ich Ihnen sagen, es macht einen großen Unterschied, ob Sie 41 Grad Fieber haben oder 42 Grad. Das stimmt allerdings. Das eine ist mit dem Leben vereinbar, das andere nicht. Okay, das ist jetzt der aktuelle Stand. Aber das war ein sehr schönes Beispiel. Ja, wir alle sind schuld. Ich gehe jetzt nicht auf die physikalischen Einzelheiten ein, aber in erster Linie passiert das durch die Gase CO2 und Methan. Je mehr davon in der Luft ist, desto wärmer wird es halt. Methan verursachen wir in erster Linie durch unsere industrielle Tierhaltung, aber ich klammer das mal aus Zeitgründen aus, weil CO2 mit Abstand der größte Faktor für die Erderwärmung ist. Deswegen erkläre ich in erster Linie das. Von CO2 gibt es halt so ein bisschen was in der Luft und das ist auch gar nicht weiter schlimm. Blätter zum Beispiel nehmen das auf und geben das auch wieder ab. Zum Beispiel, wenn sie zu laub werden. Das heißt, es gibt verschiedene Stellen in der Natur, wo CO2 in die Luft kommt. Aber das wurde dann auch immer vorher aus der Luft genauso rausgezogen. Also nur, weil aus Laub CO2 rauskommt, bedeutet das nicht, dass dadurch mehr CO2 auf der Welt vorhanden ist. Wenn es regnet, ist ja auch nicht plötzlich mehr Wasser auf der Welt vorhanden. Das sind natürliche Kreisläufe und die Menge von CO2 bleibt da eigentlich immer gleich. Deswegen blieb auch eigentlich immer gleich. Für Kleinkinder, ne? Ziemlich gleich. Das Problem ist also nicht, dass es CO2 gibt, sondern dass es mehr wird. Und wer ist daran schuld? Wir. Zu 100%. Der Anstieg von Kohlendioxid in der Atmosphäre, der inzwischen 45% beträgt, der ist zu 100% vom Menschen verursacht. Das ist vollkommen unumstritten in der Wissenschaft. Hauptsächlich machen wir das dadurch, dass wir Kohle, Öl und Erdgas aus der Erde buddeln und das dann verbrennen. Da ist das halt drin und so kommt der Shit in die Luft. Das bedeutet, der Mensch ist zu 100% an der Erderwärmung schuld und noch haben wir die komplette Macht, das einfach zu beenden. Vor allen Dingen, indem wir aufhören mit dem Bezug auf noch. Und jetzt gibt es 100% irgendwelche Leute unter euch, die sagen, hä, ich hab mal gehört, die Wissenschaft ist sich da gar nicht so einig. Das ist ja nicht so sicher. Ist der Mensch überhaupt so stark daran? Sind die sich einig? Ja, okay. Wir gucken mal, wie einig die sich sind. Ich habe diese Frage einfach mal Klimaforschern gestellt. Also ich habe was war das für ein Font und für eine Zeichensetzung? Es gibt keinen einzigen seriösen Wissenschaftler, der das Gegenteil behauptet. Ich so, krass, really? Und die so, ja, es gibt vielleicht so ein paar Dullis, die bezahlt wurden von der Ölindustrie, aber eigentlich macht da kein seriöser Wissenschaftler mit. Und das deckt sich auch mit den Zahlen. Nur 0,7% aller wissenschaftlichen Veröffentlichungen behaupten, dass der Mensch gar nicht schuld an der Erderwärmung ist. Und weitere Auswertungen zeigen dann, dass das eben nur vereinzelte Leute sind, die irgendwas veröffentlichen. Und es eben keine bekannten Institute oder nationalen Akademien gibt, die sowas behaupten. Ja, keine, kann ich bestätigen. Habe ich auch geguckt, ja. Außerdem zeigen Studien, dass die Öffentlichkeit krass unterschätzt, wie groß dieser Konsens ist. Also wie krass einig es war in dem Artikel, den ich vor zwei Monaten rausgebracht habe, da steht das drin. Der Mensch ist nicht schuld am Klimawandel, desto eher hast du gar keinen Plan vom Thema. Also Real Talk. Ich habe vor meinen Recherchen auch nicht gewusst, wie groß dieser Konsens ist. Ich habe irgendwie gedacht, so, ja, 98%, 97%, nee, ist halt nochmal mehr und unfassbar eindeutig. Ist schon eine krasse Sache. Der spricht, ist die AfD. Ja, habt ihr gedacht, die kriegt heute nichts ab? Nee, soll ja keiner die falschen Schlüsse aus diesem Video ziehen und irgendwie denken, die AfD wäre eine legitime Option. Ist sie nicht. Aber nicht nur, weil da halt Nazis drin sind, sondern auch, weil die halt kognitiv, ich sag mal, nicht beeindruckend sind. Die meinen nämlich ernsthaft, dass diese tausenden Wissenschaftler auf der Welt einfach nicht seriös wären. Teilweise sagen die sogar, dass sie lügen, also dass es einfach nicht stimmt, was sie sagen. Und der Mensch, der ist gar nicht schuld am Klimawandel. Weil der Klimawandel eben nicht menschengemacht ist. Etty hier behauptet zum Beispiel, dass sie... Was war das für ein Deutsch? Sonne kommt. Vielleicht scheint die ja einfach stärker. Ja krass, vielleicht haben die tausenden Klima... Ja, nee, ist klar. Job alle nicht richtig gemacht und das nie untersucht. Newsflash, ich habe literally eine Minute googeln gebraucht, um verschiedenste wissenschaftliche Ausarbeitungen zu finden, die genau das untersucht haben und das Gegenteil sogar rausgekommen ist. Also die Sonne scheint weniger stark. Lol. Ja, das findet ihr jetzt funny. Aber wisst ihr, was viel lustiger ist? Auf die Frage, ob das nicht viel mehr ein Grund dafür wäre, was gegen den Klimawandel zu tun, sagt die Frau das hier. Ja, dann sollten wir bei der Sonne erklären, dass sie nicht so viel scheinen soll zum Beispiel. Das wäre doch mal eine Überlegung, weil die Sonne ja den Einfluss dann auf die Ozeane hat und nicht wir auf die Ozeane, sondern die Sonne. Jetzt schämen sich zu Recht die paar AfD-Wähler unter meinen Zuschauern. Und die ist in der Politik. Ihr seid zwar dafür verantwortlich, dass die hier im fucking Bundestag sitzt und uns mit so tollen Weisheiten beglücken kann, aber ihr braucht euren Fehler ja nicht einfach nochmal wiederholen.
Dann ist euch also, dass die nicht ganz helle sind, habe ich schon gewusst, aber dass sie so krass drauf sind. Ey, das kann ja noch bunt werden. Klare wissenschaftliche Erkenntnisse und einen überwältigenden Konsens über notwendiges Verhalten einfach ignorieren, oder? Naja, bevor wir darauf eingehen, müssen wir uns noch ganz, ganz kurz angucken, was die Wissenschaft denn neben der Menschenschuld sonst so sagt. Ja, jetzt kommt's. All die Katastrophen, Vorsicht, aufpassen, Kinder. Weil wir global durchschnittlich 1 Grad wärmer geworden sind. Die Wissenschaft ist sich einig, dass wir 1,5 Grad wahrscheinlich Welt kaputt. Wenn wir die nämlich überschreiten, dann ist es extrem wahrscheinlich, dass wir in so eine unaufhaltsame Spirale fallen, wo es immer wärmer wird, egal was wir tun. Das ist dann irreversibel, nicht mehr rückgängig zu machen. In anderen Worten, dann haben wir die Erde kaputt gemacht. Für eure Kinder, Enkelkinder, selbst für die Ur-Ur-Ur-Ur-Urenkelkinder ist die Welt dann im Arsch. Die werden nie wieder die Erde sehen, so wie wir sie jetzt noch kennengelernt haben. Oder auch, um es in so einem wissenschaftlichen Slang zu sagen, die Irreversibilität der Veränderung ökologischer Systeme in ihrer Regeneration ist, glaube ich, einfach noch nicht begriffen worden. Ja, genau. So sieht's aus. Das stimmt. Die Erde aus. Naja, zum einen müssen hunderte Millionen Menschen fliehen, weil sie kein Zuhause mehr haben. Die Internationale Organisation für Migration hat vor ein paar Jahren berechnet, dass so in 30 Jahren etwa 230 Millionen Leute in anderen Ländern unterkommen müssen. Da wir uns aber dann in der Zwischenzeit auf einem guten Kurs befunden haben, geht sie jetzt mittlerweile schon von über 400 Millionen Flüchtlingen aus. Nur so als Größenordnung. Und wo soll die den Platz so bekommen? 500 Millionen. Nein, nur so, dass sie so ein bisschen. Ne? Guck mal, jetzt haben wir ja schon eine Flüchtlingskrise. Und die ist ein Vogelschiss dagegen, was auf uns zukommt. Wenn wir jetzt mit dieser Flüchtlingskrise nicht zurechtkommen, aus politischen Gründen und aus gesetzlichen Gründen und aus soziologischen Gründen, wie wollen wir dann mit der großen Flüchtlingskrise zurechtkommen? Dann ist die Welt aber im Chaos Untergang vorprogrammiert, ey Alter. Das sage ich dir jetzt. So viele Menschen werden dann kommen. Viele nach Europa. Also wenn ihr glaubt, dass die Flüchtlinge in den letzten Jahren schon eine Flüchtlingskrise war, dann freut euch darauf. Dann geht es nämlich nicht mehr um ein paar Millionen, sondern um hunderte Millionen. Und denen kannst du dann nicht mehr sagen, ja, bau doch dein Zuhause wieder auf. Das geht dann nämlich nicht mehr. Ja. Ihr erinnert euch. Irreversibilität. Also kein Wiederaufbauen, kein rückgängig machen. Also, die Erde wird dann wärmer und wärmer und wir können nichts mehr dagegen tun. Es gibt immer krassere und immer stärkere Naturkatastrophen. Die Essensversorgung in vielen Ländern geht flöten. Es gibt wahrscheinlich viel mehr Kriege um Ressourcen. Das angekündigte Massensterben, was ich gesagt habe, das ist dann auch nicht mehr aufzuhalten. Aber nicht nur die Tiere sterben. Wir kriegen auch ein kleines Goodie-Bag. Es wird dann nämlich mehr Krankheiten für uns geben. Also in erster Linie mehr Infektionskrankheiten und Allergien. Yippie! Okay, also das... Und so weiter. Also diesbezüglich kann ich Greta voll und ganz verstehen. Und es ist auch nachvollziehbar, dass sie sich so aufregt und angepisst ist. Und dass sie eine Riesenangst um ihre Zukunft hat. Kann ich verstehen. Ja. Möge die Art und Weise, wie sie das präsentiert hat, etwas fraglich gewesen sein. Aber im Großen und Ganzen hat Greta Thunberg recht. Punkt. Und genau wie sie gesagt hat, der Konsens ist noch nicht bewusst. Die Leute wissen einfach nicht genügend darüber, was auf uns in der Zukunft zukommt. Und wenn wir das nicht früh genug raffen, dann stehen wir irgendwann an der Ziellinie, wo es nicht mehr weitergeht und sagen nur, okay, jetzt sind wir am Arsch. Dann wird es zu spät sein. Und anderen Planeten haben wir nicht, wo wir drauf können, den wir zerstören können. Dann ist irgendwann auch bestimmt mal die Menschheit, oder nicht vielleicht, bestimmt ist die Menschheit, so wie wir sie heute kennen, ihrem Ende geneigt. Greta, du hast im Allgemeinen meine Sympathien, was den Inhalt angeht. Nur was den Inhalt angeht. Der Rest ist einfach nur beschissen. Ich wünsche uns allen viel Glück und wir gehen jetzt in den Chat rüber und dann spielen wir eine Runde, damit wir ein bisschen auf andere Gedanken kommen. Wer möchte, kann sich das Riso-Zerstörer der CDU-Video komplett angucken. Ist unten verlinkt. Die anderen Links sind dann auch da, wenn die nicht verloren gegangen sind in dem Chat.
Und wenn ich dann den Zusammenschnitt mache, dann sind dann in dem YouTube-Video jetzt alle Links unten in der Videobeschreibung verlinkt. So. Gehen wir chatten und dann spielen. Tschüssikowski.